Anpfiff zur Smart Beach Tour in Hamburg. Bei dem Turnier am 9. Juni in der Hafen City traten Deutschlands beste Beachvolleyballer gegeneinander an. Zwar hätte der Wettergott etwas bessere Laune haben können, den Sportlern machte das aber nichts aus. Auch die Zuschauer hatten gute Laune. Kein Wunder, wurde ihnen doch sehenswerter Sport geboten. Während auf dem Sand geschmettert und gebaggert wurde, ging es aber auch um eine ernste Angelegenheit. Die Techniker Krankenkasse machte am Rande der Sportveranstaltung auf das Thema Organspende aufmerksam. 12.000 Menschen warten in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan, viele davon vergeblich. Deshalb verteilte die Krankenkasse Organspendeausweise und Infoflyer unter den Zuschauern. Beachvolleyballer Tom Götz hält das Thema Organspende für wichtig, auch wenn sich viele nicht gerne damit befassen. Ja, ich denke, das Thema ist noch so ein bisschen tabu bei einigen Leuten, weil sie sich damit mit dem Tod, mit dem eigenen Tod vielleicht nicht auseinandersetzen möchten. Und ich denke, da kann man viel Aufklärungsarbeit noch leisten. Auch Melanie Gernert hat sich Gedanken über Organspenden gemacht. Die neue Regelung, bei der jeder Mensch nach seiner Spendenbereitschaft gefragt wird, findet die 25-Jährige gut. Ich denke schon, weil bei manchen fehlt es einfach sozusagen an der Initiative selber loszulegen und so wird man halt selber gefragt. Das ist ja meistens so sozusagen, dass man dann, wenn man darauf angestoßen wird, dann auch mal eher drüber nachdenkt und ich denke, dass da auch Zuspruch kommen wird. Auch sportlich lief es für Gernert und ihre Partnerin Anja Günther rund. Die beiden standen am Ende in Hamburg ganz oben auf dem Treppchen. Eine perfekte Vorbereitung für den Höhepunkt der Tour, die deutschen Meisterschaften Ende August in Timmendorfer Strand.